So, da bin ich wieder bei meinem Let's Play Project Zero 2 Crimson Butterfly. Im letzten Teil haben wir eine Cutscene gesehen und da sind Geister an uns vorbeigelaufen. Mit Fackeln. Und diesen Geistern werden wir jetzt einfach mal folgen. Dum 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 dum. Auch wenn es weitere Kämpfe heraufbeschwören kann. Hallöchen. Und weglaufen und anvisieren. Das nervt mich nicht. Tschüssi. Laufen wir weiter in diese Richtung. Nicht, dass da noch was ist. Und da liegt tatsächlich noch etwas. Was ist denn das? Auf dem Boden schimmert etwas. Lila Schimmerkristall mit Radiomenü können die Wörter in dem Kristall angehört werden. Geisterkugel erhalten. Im Kamerabildschirm des Menüs kann das Kamerazubehör ausgewählt und verbessert werden. Okay. Nein. Danke. So. Also. Radio. Ma Nein, erstmal lila, schon mal eine Kristall, Kristall schon mit lila. Der Dorfbewohner ließ ihn zurück. Wieder? Kusabi? Majos Anhänger. Tote. Okay, also die Mann sind so gut so bei jeder Cutscene, die kam. Schauen wir, ob im Myers Anhänger sich irgendwas Neues entwickelt hat. Gut, dann gehen wir jetzt endlich mal zu der Tor, zu der Tor, genau, zu der Tür, in der Mayo verschwunden ist. Was ist das? Eine Sackgasse oder so. Damit wir ihr auch endlich mal folgen. Dum, 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 dum. Oha. So. Zahllose große Risse sind in der Tür und ein rostiges Sichel steckt darin. Du bekommst die Tür einfach nicht auf. Alles klar. Dann nicht. In den Ornamenten sind Stifte, in die flache Schlüssel passen.
Du hast die zwei Zwillingsstatuenschlüssel für die linke und durch die Tür benutzt. Na dann mal rein mit uns. Und wir sind drin. Hier liegt was. Da ist etwas auf der Erde. Kräutermedizin gibt eine geringe Menge an Stärke zurück, wenn sie im Inventarbildschirm benutzt wird. Gut. Okay. Geist im Anmarsch. Hab dich. Treibende Frau. Oh oh. Oh oh. Hallo! Also normalerweise treibt man ja auf dem Wasser und nicht mitten in der Luft. Mädchen, musst du mal reagieren? Weg! Wieso war das so klar? Lauf, Mio. Wo ist sie? Okay, Boden, Boden schauen, Boden schauen. Sag ich doch, Boden. Okay, okay, okay. Alles klar, alles easy. Bleib mal schön locker, alte Frau. Und lass mich mal was reinschmeißen. Wo ist sie nur? Porky, weg. Tschüssi. Ja, es ist immer so spannend, wie die alle verschwinden, die Geister. Finde ich zumindest. Oh nein. Was haben wir jetzt schon wieder gefunden? Was ist das Radio? Ein schimmerndes Objekt kämpft zwischen den kaputten Brettern. Grüner Kristall. Mit Radiomenü könnte die Wörter in den Kristall angehört werden. Geisterkugel erhalten. Im Kamerabildschirm des Menüs kann die Kamerazubehör ausgewählt und verbessert werden. Was ist denn jetzt schon wieder so blau? Irgendwas ist schon mal wieder blau. Hab dich! Hab dich! Okay. Was ist das denn? Ertrunkene Frau. Okay. Gut. Menü. Radio. Grüner Kristall. Der Kristall gibt ein bizarres grünes Licht ab. Er lag bei der zerbrochenen Brücke. Aber sprechen kannst du. Es steigt. Wie denn? Also, jetzt bin ich von meinem Satz waren, aber sprechen kannst du. Das ist natürlich Schwachsinn, weil in den ganzen Steinen ist nämlich nur die Gedanken drin. Also, die hat das gedacht. Die ist abgesoffen und hat das da gedacht und ja. Interessant. Nein, zurück. Memo. Okay, ebenfalls auch nichts Neues. Okay. Kamera. Okay, wir haben jetzt zwei weitere Geistersteine bekommen. Mm.
Nee, ich lasse jetzt einfach mal das, was ich da habe. Wir können Geisterkugeln einsetzen. Ich weiß bloß noch nicht wo, weil ich noch nicht so viel, ja, Punkte habe. Deswegen lasse ich es einfach mal und lauf weiter. Dum, 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 dum. So, wir stehen vor einer großen Tür. Oh Gott. Blutiger Kimono. Warum lacht die so krank? Der hat doch total krank gelacht, oder? Wenn du schnell schon, wie viele Punkte ich jetzt habe. Okay. Schau mal mit der Kamera um, ob hier irgendwo was liegt. Da liegt was. Was ist es denn? Heb's auf. Etwas glänzt im Licht. Geisterkugel erhalten. Geisterkugeln über Geisterkugeln. Wie die eine Frau gelacht hat. Also, ich dachte, ich kann es euch gleich so mal sagen. Mit dieser Frau, die wir da geknipst haben, also diesen Geist, mit dem hat es doch sehr, sehr viel auf sich. Die Laterne leuchtet schwach. Speichern ist hier möglich. Yeah! Was es mit ihr auf sich hat, mit dem Laufe des Spiels noch merken. Ich werde es euch nicht vorspoilern. Auf jeden Fall wird es eine sehr schöne Szene geben in einem gewissen Kapitel und auf die freue ich mich ganz und gar nicht. Die Flamme brennt in der steinernen Laterne. Gut. Wir können jetzt eigentlich nur dieser Frau folgen und da reingehen. War so klar, dass da alles eine Cutscene kommt. Mio. Man hat Loch unter die Tür zu. Oh oh. The flashlight. Die Taschenlampe. Scheiße, nein! Kapitel 3, die Reue. Oha. Die Kamera ist am A, also in unserer Taschenlampe ist hin. Wir dürfen jetzt im Dunkeln herumlaufen. Yeah! Wer freut sich darauf nicht schon? Okay. Irgendwas wollte ich jetzt nachschauen. Was war's denn jetzt? Ah ja, genau. Radio. Wusste ich doch, bei jeder Cutscene kommt ein neuer Gedanke von Mayo. Erzähl keinen Blödsinn. Nee, unser Schicksal sieht bestimmt nicht so aus. Ganz bestimmt nicht. Memo. Nichts Neues, okay. Dann. Ja, toll, Iowa. Diesmal in einer magischen Kraft verschlossen. Na super. Okay, da muss ich halt so eben Pause machen, um zu speichern. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.